Hallo Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, die Gildenexpedition abgeschlossen und haben damit auch gleich die nächste Episode freigeschaltet, also die nächste Bonus-Episode, nämlich Wundersamer Fluffeluff. In dieser Episode werden wir ein klein wenig über die Vorgeschichte des Gildenmeisters Knuddeluff erfahren. Ja, ich sollte nicht so früh aufnehmen. Okay. Ich starte einfach mal die Bonus-Episode. Es gibt sowieso erstmal wieder eine Menge zum Vorlesen. Meister, ich bin's, Plaudergeil. Psst, psst, ich komme rein. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Hier, der perfekte Apfel. Juhu, vielen Dank. Das ist das letzte Mal. Jede Nacht schleiche ich mich in den Vorratsraum, nur um dir einen perfekten Apfel von dort zu holen. Das reicht mir. Bitte erlaube mir damit aufzuhören. Bitte. Obwohl, wie ich ihn kenne, wird sich der Gildenmeister dann selbst um meinen perfekten Apfel kümmern. Oh. Ist das ein Abwehrglobus? Alles in Ordnung. Ist nicht kaputt gegangen. Wie schön. Ich dachte schon, er würde zersplittern oder zerbersten, wenn er mir runterfällt. Dieses Item ist dir wohl sehr teuer, Gildenmeister. Normalerweise gehst du doch gar nicht so zimperlich mit Items um. Aber schön zu sehen, dass es Items gibt, die du hegst und pflegst. Um perfekte Äpfel kümmerst du dich immer gut, Gildenmeister. Jeden Tag aufs Neue. Aber der Abwehrglobus ist wohl ein ganz besonders wertvolles, exklusives Item, nicht wahr? Nur, das Item wirkt nur bei Käfer-Pokémon. Für dich ist es also nicht sonderlich hilfreich. Trotzdem gibst du derart Acht darauf. Ja, was du sagst, stimmt haargenau. Aber es ist wirklich ein einzigartiges Item. Einzigartig? Genau, einzigartig. Dieser Globus ist der Grund, aus dem ich mich entschlossen habe, Erkunder zu werden. Der Grundstein sozusagen. Bonus Episode 2, Wundersamer Fluffeluff. Damals, als ich noch sehr klein war. Ich war noch kein Knuddeluff, damals war ich noch ein Fluffeluff. Wir lebten alle ein einfaches Leben. In einer friedlichen Ebene. Ich wuchs in diesem kleinen Haus auf. Fröhlich zusammen mit meinen Eltern. Guten Morgen, Fluffeluff. Ja, guten Morgen, Papa, Mama. Sag mal, Fluffeluff, spielst du heute wieder mit deinem Freund, nicht wahr? Ich habe reichlich Gummibonbons eingekauft. Nimm doch ein paar für euch mit. Oh ja, danke, Mama. Fluffeluff. Fluffeluff. Lass uns spielen. Sieh mal, deine Freunde kommen dich abholen. Pass auf dich auf. Und komm zurück, bevor es dunkel wird. Na klar, ich geh dann mal. Die Bonus-Episode Wundersamer Fluffeluff mit Fluffeluff in der Hauptrolle. Du wirst die Geschichte mit Fluffeluff als spielbarem Charakter bestreiten. Bitte beachte, du kannst dein Abenteuer im Bett von Fluffeluff sichern. Das Bett von Fluffeluff befindet sich oben links. Zum Sichern des Fortschritts besuche das Bett von Fluffeluff. So, Fluffeluff Level 17, 42 KP. Was haben wir denn an Attacken? Schaumgesang von Bitterkuss, okay. Zum Angreifen. Aber mal schauen, damit kommen wir schon irgendwie klar. Oh, Fluffeluff. Hallo miteinander.
Juhu, los geht's, los geht's. Hey, was sollen wir heute spielen? Lass uns im Slum spielen. Ich geht, das mache ich nicht. Im Slum zu spielen gehört sich nicht für eine Dame. Knutsch. Ich habe ein Kaugummi-Bonbons dabei. Möchte jemand von euch eins? Oh ja, ich möchte eins. Gummibonbons, wie schön, wie lecker. Knutsch. Juhu, ich liebe Gummibonbons. Danke für die Luft. Knutsch. Juhu, Gummis. Wie sind sie? Großartig, lecker. Dankeschön. Gummis sind lecker. Du bist der beste Fluffeluff. Ich bin auch froh, wie ihr Freund. Hey, ihr da. Genau ihr. Was macht ihr da? Die? Kleiner Funfact, kennt ihr diese Musik noch? Das ist die gleiche Musik wie aus dem ersten Dungeon, aus dem ersten Mystery Dungeon. Kleinhain. Die beiden Schlitzohren, Barnett und Pianscora. Oh, hallo Fluffeluff. Was ist das, Gummibonbons? Wir wollen auch welche. Und zwar viele. Mengen. Haufenweise Gummibonbons. Aber natürlich, liebe Freunde. Warum lässt sich Fluffeluff mit diesen Schlitzohren ein? Ich habe schon mal mit Barnett und seinen Freunden gespielt, aber die wollen immer alles bestimmen. Und wenn man sie allein trifft, können sie echt gemein sein. Anscheinend hat Fluffeluff keine Angst vor den beiden. Gummibonbons sind so lecker, Mann. Sonderbar, dass der kleine Farflex keine Angst vor uns hat. Oh ja, sie schmecken so köstlich. Ist ja auch egal, solange wir ihn bestimmen können. Hey, gib mir noch ein Gummibonbon. Mir auch. Aber gerne. Huh? Ich habe gar keine mehr. Dabei hatte ich doch so viele, was mit ihm passiert ist. Tut mir leid. Ist schon okay. Oh, immerhin haben wir alle weggefuttert. Hat er das gar nicht gemerkt. Geht schon. Wir vergeben dir noch einmal. Bring nächstes Mal bitte gefälligst ein paar mehr mit. Na klar, liebe Freunde. Merkt Fluffeluff gar nicht, wie Barnett ihn ausnutzt? So ein Verhalten kann ich nicht leiden. Das ist doch nicht auszuhalten. Misch dich besser nicht ein. Sie sind größer als wir und wirklich furchteinflößend. Hey, alle miteinander. Wir sollten mit der Mama von Fluffeluff sprechen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Ja, genau. Schlaf, mein Kind, und träume süß. Ach, was bist du, Knuddelig? Schlafe, mein Kind, und träume süß. So gut, er schläft jetzt. Hey, Papa, ich habe mir wegen einer Sache Gedanken gemacht. Ehrlich? Worüber denn, Mama? Die Freunde von Fluffeluff haben mir heute etwas erzählt. Fluffeluff wurde von ein paar Schlitzohren ausgenutzt. Schlitzohren, wie? Genau. Die Freunde von Fluffeluff kamen, um mir davon zu berichten. Sag mal, meinst du, dass er durch schlechte Manieren annehmen und so wie die Schlitzohren werden könnte? Manchmal frage ich mich, was im Kopf des Kindes wohl vor sich geht. Ich mache mir ein wenig Sorgen. Ja, es ist in der Tat besorgniserregend, aber ich denke, es ist okay. Fluffel ist immer so gut gelaunt und aufgekratzt. Ganz gleich, welchen Eindruck er auf andere macht. Im Grunde seines Herzens ist er rein und gut. Und ganz nebenbei, hatten wir diese Diskussion nicht schon einmal? Damals, als ich zusammen mit Fluffel auf den Berg gestiegen bin, auf unserem Rückweg? Als Fluffel und ich vom Berg zurückkehrten, wurden wir plötzlich von einem Unwetter überrascht.
Ich habe Angst. Ist alles in Ordnung, Fluffeluff? Ja. Spürst du das? Der Sturm bringt den Boden zum Schwanken. Du musst schnell von diesem Berg hinunter. Es ist zu gefährlich, hier zu bleiben. Beeilung. Ja. Fluffeluff. Und genau in diesem Augenblick, da löste sich dieser riesige Felsbrocken direkt über mir. Boah, Papa! Gar nicht gut. Der wird mich zermalmen. Und gerade als ich dachte... Sophie! Da wurde der Felsbrocken irgendwie in Stücke zerschmettert. Ich wurde nicht vom Felsbrocken zermalmt, sondern auf wundersame Weise gerettet. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was dort genau passiert ist. Aber ich bin mir sicher, dass Fluffeluff mich gerettet hat. Das weiß ich ganz genau. Der Bengel hat eine sonderbare Gabe oder sowas ähnliches. Es ist einfach nicht nur als eine Fähigkeit. Sobald jemand gefährdet ist, kommt die Gabe zum Vorschein. Ich habe so eine Ahnung, dass diese Gabe seiner unermesslichen Güte gegenüber allen anderen Wesen entspringt. Ich verstehe deine Sorgen gut, Mama, aber ich denke, wir sollten unserem Kind etwas mehr vertrauen, nicht wahr? Ja, du hast recht. Es tut mir leid, Papa. Es wird ihm schon gut gehen. Immerhin ist er unser Sohn. Ja, es ist gut, besorgt zu sein, Mama, also sei nicht so betrübt. Dass du dir Sorgen machst, das zeigt auch nur, wie gern du den kleinen Fluffeluff hast, nicht wahr? Ja, das stimmt. Dankeschön, du hast mich beruhigt. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Papa, Mama. Guten Morgen. Guten Morgen, Fluffeluff. So. Okay, ich gehe dann mal. Bis später. Pass auf dich auf. Ihr wollt ja Erkunder spielen? Ja, genau. Lasst uns gemeinsam Erkunder spielen. Wir wollen in der Zukunft ein Erkundungsteam gründen. Also sollten wir trainieren und unerforschte Gebiete erkunden. Was meint ihr? Tolle Idee, nicht wahr? Aha, ein unerforschtes Gebiet? Wohin soll es denn gehen? Das ist eine gute Frage. Du würdest wirklich einen guten Erkunderlehrling abgeben, Knospi. Wir haben uns bereits für einen Ort entschieden, den Trübwald. Was? Trübwald, habe ich richtig gehört? Ohne mich, das will ich nicht. Es ist streng verboten, diesen Wald zu betreten. Das hat mir meine Mami gesagt. Es geht sogar das Gerücht um, dass ein großes, furchteinflößendes Monster in dem Wald haust. Warum wollt ihr dorthin gehen? Denkst du nicht auch, dass ein Erkundungsteam gerade einen solchen Ort besuchen würden? Aber nun sag bloß, bedeutet das, dass ihr Angst habt, dorthin mitzukommen? Nein, ich habe keine Angst. Es ist nur, dass man sich nicht an Orte begeben sollte, die einem verboten worden sind. Das mag ich nicht. Ihr könnt allein gehen. Ich auch nicht. Ich halte mich dann lieber raus. Dasselbe gilt für mich. Wie bitte? Was für ein schöner Haufen Feiglinge. Haben vor Angst die Hosen voll und kommen dann mit diesen peinlichen Entschuldigungen. Das ist doch lächerlich. Sie werden wohl kaum ein echtes Erkundungsteam werden, wenn sie mal groß sind. Mit dieser Einstellung wird das nichts. Hey, was ist eigentlich ein Erkundungsteam? Wie bitte? Du weißt nicht einmal, was ein Erkundungsteam ist? Nein. Aber du bist immer noch hier. Heißt das, dass du mutig genug bist? Ja, genau. Okay, dann lass uns gehen. Oh ja, super, meine Freunde. Also gut, alle zusammen, Aufstellung einnehmen. Sehr gut, ab jetzt sind wir ein Erkundungsteam auf dem Weg zum Trübwald. Nehmt allen Mut zusammen und schon kann es losgehen. Jawoll! Juhu! Ja, ja. Oh. 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 Dann geht's jetzt in den Trübwald.
So, ich muss doch erst einmal... das war... Jetzt muss ich erst mal die richtige Taste finden. Das ist die hier, ja, genau. Wofür man die noch brauchen. Drüben ist wieder nix. Dann schauen wir mal da runter. Wo sind hier viele Gegner? Einmal oder einmal getroffen. So, weil da nehme ich doch mit. Ja. Das ist doch schon mal sehr schön. Das gebe ich mir mal selber. Ein bisschen mehr Spezialverteidigung schadet ja nicht. Mehr Eisendorne. Hey, finden wir ein paar echt schöne Items hier. Aber dafür auch Sackgassen. Gesehen, aber ich komme nicht hin. Eine Warpfalle. Ja, stimmt, ab hier haben wir Fallen. Habe ich ja gar nicht vom letzten Spiel vermisst. Harmlos. Wie viele Äpfel finden wir hier eigentlich? Ein Arena-Bär, eine TM. Oh nee. Du hast drei Streiche und ich habe keine Kohle hier. Dass ich es mir leisten könnte. Das sind zwar echt tolle Items, die er da hat, aber sowas kann ich mir nicht leisten. Auch wenn die TM3-Streich noch so